Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. 15.05. Der 15. Mai. Genau, wir reden über Diablo 3. Und es wird auch direkt an dem Tag losgehen. Ich werde mir noch eine Pre-Show gucken und dann werde ich sofort aufnehmen. Aber das Ganze, worum ich hier jetzt nochmal eine Aufnahme mache, ist eigentlich ganz einfach. Ein paar Infos geben für Leute, die sich auch mit dem Thema beschäftigen wollen, die entweder das Let's Play etwas direkter verfolgen wollen, man kann es ja sich nur angucken oder sich auch selbst damit beschäftigen oder selbst auch noch das Spiel spielen. Gerade für die, die diesen Pre-Download haben, seid gewarnt, es gibt jetzt einen neuen, aber macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, als ich das gesehen habe und mich aufgeregt habe. Ja, bitte jetzt alle lachen. Also jeder, der vor diesem Datum hier, also 9 Uhr heute Morgen, heute ist auch der 12. Mai, gedownloadet haben, brauchen ein bisschen Fix davon. Das sind 58, 6, ja, 3, 2, 1, 65 Megabyte und das reicht eigentlich, wenn ihr das richtige Dictionary reinklickt. Wenn ihr natürlich dumm seid, so wie ich, dann löscht ihr das gesamte, was ihr schon downgeloadet habt und ladet jetzt gleich nochmal 7,6 Gigabyte. Das hier alles auf der Blizzard-Seite. Kann man auch über Facebook finden, wenn man Blizzard oder Diablo 3 geliked hat. Weiß nicht, welches von den beiden. Ja. Erste Info, falls euch das betrifft, nochmal hierher gehen. German. Oder falls ihr EU-Englisch lieber haben wollt oder ihr Mac habt. Einfach hier klicken und dann das nochmal downloaden. Damit ihr dann auch gleich am 15. starten könnt. Und für die große, naja, sagen wir mal, Wartezeit wäre es gut. Okay, es könnte natürlich sein, dass ihr in die Schule müsst oder arbeiten müsst. Am Dienstag könnt ihr nicht gleich in der Nacht starten. Aber falls ihr das nicht tun müsst, empfehle ich hier von der Homo J die Super Awesome Legendary Diablo 3 Release Show am Montagabend, 14.05. ab 20 Uhr. Und mit dabei sind nämlich Barlow, die Jungs von Game One, dann noch ein schönes BO7 Match. Jetzt wissen wir sogar wer. Vytra gegen Empire Cass. Ah, ja, hier, Cass. Und hier, Vytra. Die Legende, Vytra. Ich mag Vytra. Ah, so richtig gut. Und, ja, hier ist nochmal das Programm. Ja. Dazu gibt es auch noch einen schönen Trailer, den könnt ihr euch angucken. Also, das kann ich euch nur ans Herz legen. Einfach bei Homer J auf die Seite gucken, homerj.de. Und, ja. Das war's dann erstmal grundsätzlich. Sorry, dass ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte wegen Aufnehmen. Deswegen kam jetzt nicht mehr so viel, sondern nur immer so stückweise. Hat auch mit Bewerbungsstress und ähnlichem zu tun. Aber ansonsten geht das alles seinen gewohnten Gang. Diablo 3 freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ich krieg am Dienstag ist das ja dann. Genau. Am Dienstag kriege ich die erste Folge hoffentlich hoch in der Nacht dann schon. Ich nehme ein bisschen auf, werde dann schon mal vorrendern, dann ins Bett gehen und dann am Mittwoch, na, oder am Dienstag, also am Tag direkt spielen. Ich weiß auch noch nicht, ob es genau um 0 Uhr released wird und wir da schon spielen können. Ist jetzt die Frage. Aber das sind alles Fragen, die interessieren mich persönlich jetzt erstmal nicht. Ich wollte erstmal euch die Infos geben, wie es weitergeht und ja, falls ihr Diablo 3 oder irgendwas sowas macht, vielleicht guckt ihr euch die Show an. Wird bestimmt cool. Also ich mag Homo J, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt natürlich genügend Flamer, die ihn nicht mögen. Dann macht's einfach nicht. Ihr könnt hier auch nochmal Diablo 3 bei so einem Gewinnspiel mitmachen. Kriegt ihr sogar gleich den Aktivierungscode. Da könnt ihr gleich an dem Tag loslegen. Gut, das war's auch dann schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute ist ja Samstag. Vielleicht guckt es euch ja später an. Aber ansonsten schönes Wochenende und freut euch auf Diablo. Bis dann.